Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von GTA 5. Ja, ich habe die Payload gefunden, die wir das letzte Mal gesucht haben und testen es jetzt mal aus. Sehr schwer zu finden. Also ich bin jetzt da ein paar Mal ringsum gelaufen und habe sie an diesem Standort, wo ich nachgeschaut habe, geschaut, aber nicht gefunden. Und dann ist sie dazwischen. Wenn man hier von hier kommt, da kann man doch das nicht irgendwie sehen. Also, dann essen wir mal und träumen ein bisschen, oder sind ein bisschen. Ja. Und was bin ich? Ein Pudel! Gar nicht lustig. Okay. Ich bin ein gottverdammter Pudel. Ich sehe aber voll wie ein Pudel aus. Nein. Wirklich? Ich bin ein Gangster. Ich bin ein Gangsterpudel, ja. Jetzt schon mich. Wo bin ich jetzt? Ah, ich bin hier. Dann muss ich mal hier drüben zu einem der Personen gehen. Ich bin jetzt plötzlich an einem anderen Ort, aber ich so. Jojo. Wie das aussieht. Hey, man schaut den Leuten nicht auf die Schwänze. Also bitte, ein bisschen Respekt. So wuschelig. Also, das obere. Jojo, darf ich jetzt irgendjemand... Da ist immer noch dieser. Was ist denn der immer noch hier? Oh nein, der ist so gar nicht. Voll lauter Sonnenstrahlen. Kann ich auch Auto fahren? Ich will doch Auto fahren. Chevrolet. Ich falle jetzt ein paar Menschen an. Mir reicht's, ich gehe jetzt an den Strand. Ich hoffe, es sind noch Menschen da. Okay, wenn ich keine Ausdauer habe, das... Gut. Ist niemand hier? Und der bekommt den Motor auch nicht an. Also es wird langsam verschwommen. Es wird nicht dazu fehlen. Okay, hier. Der da. Was? Oh mein Gott. Jetzt fängt's an. Jetzt fängt's wirklich an. Sucht mich die Polizei oder was? Ich kann doch keinen Pudel suchen. Das ist mein Hut jetzt. Mein Schatz. Mein Schatz. Mein Pudelschatz. So süß. Richtig gut gemacht. Ich will ein bisschen mitfahren. Komm schon. Ich kann nicht springen. Ich kann gar nicht hüpfen. Okay. Kann ich denn jetzt hier rein und dann... Kann ich ohne Sterne jetzt hier rein? Weil sonst bekommt man noch Sterne, oder? Nö, kann nicht rein. Schade. Ja, was könnte man noch machen? Noch ein bisschen... Ich will unbedingt einen Mensch töten als Pudel. Der gefürchtetste Pudel aller Zeiten. Ich glaube, wenn ich ins Meer ding, dann werde ich wieder aufwachen. Aber irgendwie sieht das alles so realistisch aus. Also, eigentlich ist es ja, also, es ist ja als, als Drogen, ja, nicht ganz da, nicht ganz, Ding bezeichnet, aber im Spiel ist es so, als wäre es echt. Das ist einfach krass. Weil Rockstar einfach Humor hat. Schon immer. Als die bei GTA San Andreas das Zombie-Labor eingebaut haben und so. Von Resident Evil. Vom Film, glaube ich. Vom ersten Teil des Films. Das war so cool. Also genau die gleiche Struktur. Auch so ein... ein Virus. Und... aber eben nicht
besichtigbar. Ich habe immer wieder probiert, dort in diese Lifte reinzukommen, aber okay, ich esse mal halt ein bisschen Hamburger. Wie geht? Okay, schon leer. Schade. Genau, du willst ein bisschen Leckeres. Kann man Katzen angreifen? Es fragt sich einfach, wo Katzen sind. Ja, muss ich jetzt zum Haus zurück? Oh, ist das verschwommen gerade? Ah ja, den komm, den schaffst du. Komm, du kannst ihn einholen. Ja, brav, brav. Ja, genau. Genau, hol ihn ein. Hol ihn ein. Komm, fass ihn. Fass ihn. Lecker. Komm schon. Komm, stopp. Bleib stehen, ich muss dich fressen. Ach, komm schon. Kann man nicht schneller? Die Straße ist hier kaputt. Nein, nicht abhauen. Du. Okay. Greif ihn an. Wieso greifst du nicht an? Blöder Hund. Überfahr mich bitte. Oh mein Gott. Überfahr mich. Gib mir dieses Auto. Ich muss es fahren. Ich muss es fahren. Ich will also... Oh Gott. Er zeigt mir den Stinkefinger. Oh mega. Nein, ich will jetzt wieder... Oh, ich will den angreifen. Also sein Motorrad. Komm, greif an. Wieso greifst du nicht an? Oh. Ach man, stopp doch nicht. Ich wollte doch überfahren werden. Drüber kommen auch nicht, leider. Oh Gottchen. Also okay, da ich sowieso nicht speichere, kann ich jetzt gerade mal neues Spiel laden. Rückführung. So. Also das war dieses Peyote Easter Egg. Da gibt es 15, glaube ich. Und die sind über die ganze Map verstreut, auch unter Wasser sogar. Und auf dem Mount Chiliad zum Beispiel oder so kann man sogar Möwen werden oder Adler. Aber dafür werde ich dann mal später auch so einen Adler zeigen. Und in einem Easter Egg Video natürlich. Weil, ja, da muss ich halt zuerst ein bisschen vorplanen und dann als Tier wahrscheinlich euch das zeigen. Weil es ist immer zufällig, was man wird. Jetzt kann man wieder zum gleichen zurückgehen, wird kein Pudel. Es wird man immer etwas anderes. Und das ist einfach richtig cool. Also, da Blizzard richtig. Blizzard. Rockstar Games. Richtig viel gemacht. Was Blizzard ja nicht so macht. Darf ich ein Eis? Oh, schade. Lamar, du Streicher. Okay. Bishops. Mhm. Also beim Friseur gibt es noch nicht so viel. Ich müsste mal auf der Minimap schauen. Tattoo oder so, ja, will ich eigentlich nicht unbedingt. Zum Paint and Spray könnte ich, glaube ich, auch nicht. Also, ich weiß nicht, dieser Wagen, glaube ich, nicht umfärben oder so. Was ist das? Kino. Wollen wir mal Kino anschauen? Ich weiß nicht, ob ich da Probleme mit dem Ding komme.
Stripclub. Nein. Ich weiß. Ich bin so nicht so der Perverse, aber wir gehen mal zum Stripclub, wenn ich es finde. Kommen nach mit der Bahn fahren. Die war irgendwo hier vorne. Muss ich halt nochmals markieren. Ah, ich bin in die falsche Richtung. Okay. Ist das nicht dieser Park, wo... Ist da dies... Nein, das ist nicht dieser Park. Das geht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte einfach mal testen, ob man den Hund überfahren kann. Okay, da hat jemand scheinbar ein bisschen Stress. Was sind das für Leute? Sind das nicht die Ballast Gang? Dann ist klar. Nicht so gut, wenn man Stress von der Polizei bekommt und plötzlich so viele Polizei in der Nähe. Was ist denn das für eine? Ach komm schon. So, wir müssen abhauen. Das ist, denke ich mal, von einer Mission. Und jetzt habe ich 2 Sterne, obwohl ich nichts gemacht habe. Nicht so gut hier. Da drüben. Mal nach rechts. Und dann hier geradeaus. Da ist auch ein Hund. Das ist cool, also das fehlt halt in GTA Online noch so. Da habe ich jetzt heute richtig viel gespielt und mir fehlt halt einfach dieses dieses Ambiente. So. Dankeschön, dass sie mich mehr nicht mehr sucht. Ja, die Sirenen höre ich noch. Aber, nun gut. So. Ich bin in den Street Club. Mit euch. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Da muss man hin. Tatjan. Tahitian, was? Tahiti, ja, wegen Tahiti. Tahitian. Okay, T für Total, nein, Total Rental. Ich denke nicht, dass das eine Verarsche ist von T für Total. Ich finde einfach, wie Rockstar Games einfach die schon vorhandenen Real-Life-Marken in diesem Game verhunzen. Und ja, das finde ich einfach richtig cool. Kehab Island. Ah, Rehab Island, okay. Okay, hier sieht es wirklich aus wie einem Rotlichtbezirk von San Andreas. Danke. Ja. Sieht echt geil aus. Kann ich hier mieten? Drink. Ja, nehmen wir mal. Oh nein, der besoffen will ich jetzt gerade nicht. Ja, können wir am Schluss dann sein. Okay, die... Ja, es ist schon. Ein bisschen Wirkung ist schon. Oh, schade ich mal dieser. Oh. 40. So eine Tänzin. Die da? Oh, schöne Blondine. Okay.
Lounge, Premium Lounge. Okay, Lounge. Tell me I'm your favorite girl, baby. Okay, also alle, ja. Keep telling me how great I am. Okay, ich will eigentlich nicht. Ich will nicht beenden. Welche Taste musste ich? Ich habe ja alle Tasten gedrückt. Okay, vielleicht mit Q und E nicht. Okay, sorry Leute, aber es gibt Interik auf YouTube. Nein. Ich bekomme schon nicht Stress, das ist klar. Aber ich habe es einfach nicht so gern, wenn dann noch meine minderjährigen Zuschauer das schauen müssen. Weil ich ja gemischte Videos mache. Aber wer hält sich schon an die Altersbegrenzung? Vor allem bei GTA 5. Ich kenne so viele Spieler, die mit 13 oder jünger Ding kaufen, GTA 5 kaufen und spielen die ganze Zeit. Okay, wieso konnte ich nicht nach vorne? Scheinbar ist es ein bisschen kaputt. Aber das ist cool, dass die Karosserie auch manchmal zwängt und ja, Problemchen macht, weil es irgendwie festhakt am Boden. Hier sind die Slums, also die Obdachlosen. Ich kann Burnout machen, ohne dass ich irgendwas... Okay, dann steige ich halt erst. Ich kann einfach Burnout machen. Zwar nicht fahren, aber Burnout mal. Ich will mal schauen, was, wie sie das gemacht haben mit den Obdachlosen. Ah, schaut mal, hier sind schon mal ein paar Obdachlosen. Hallo Leute. Ja, wie geht's euch? So niedrigstufig. Ich bin halt der Oberbobber-Boss. Ich hab halt das Geld. Ich hab 500.000. Okay. Hey, wo guckst du? Larida, okay, Larida. Der muss weg, das ist Müll. Nein. Ich tausche ihn aus mit fettem Fressen. Okay, bitte bleibt doch hier. Ich wollte euch nicht erschrecken. Komm schon. So. Ich klaue jetzt. Hey, was ist denn los? Hack doch nicht so drin. Ja, genau, diese Limousine. Diese Cabriolet. Ja, Limousine ist es eigentlich auch schon was. Jo, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen Scheißdreck quassle. Und ja. Hier müsste so eine... Aber das ist mit Michael dann. Okay. Das ist nämlich... Also ich habe es mit Michael gesehen. Es ist recht cool, wo man so Außerirdische abwehren muss. Ja, ins Kino will ich jetzt. Ja. Nee. Ich will jetzt mit diesem coolen Schlitten. Ist das ein M7? BMW? Irgendwie so etwas. Ich bin nicht gut bei Automarken. Auswendig. Also Auto. Name. Auswendig lernen. Marken kann ich da schon viel besser. Also ein BMW ist es sicher. Von der Form A. Aber natürlich ist das Fantasy. Kann man das irgendwo lesen, was es für ein Art ist? Ja, genau. Übermacht Zion. Ah, Zion heißt es dort hinten. Okay, Übermacht Zion. Typisch auch deutsch, also BMW. Nach, also einfach Übermacht. Ich bin zu schnell, hallo Bullen. Das ist so cool, dass man geht ja schon immer eigentlich nicht gedingert. Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Nicht, wie sagt man, verfolgt wird oder gebüßt wird, wenn man zu schnell fährt. Das ist einfach, ja, krass cool.
So, ich will nämlich da oben wegen den Tieren und so. Ich will einfach anschauen, weil es so richtig cool ist. Was ist hier drin? Ah, das ist der Windpark. Okay. Hier ist eine Kuh. Ah, Rehe. Hirsche. Okay. Ich finde einfach, es macht richtig Stimmung. Und es ist mal was anderes, als immer die ganze Zeit Echo, also Action haben oder so. Einfach mal die Tiere beobachten oder zu jagen. Oder es ist, das liebe ich einfach bei Kate, ja. So richtig. Liebe ich einfach mega. Oh, schaut euch mal den See an. Das ist doch mal etwas Schönes. Ist das der Stausee? Das ist doch mal etwas Fantastisches. Das könnte der Stausee sein. Ich sehe die Mauer nicht. Was ist denn das? Ah, ein Jaguar oder so. Loot. Luchs. Loot. Loot du. Loot du. Ja, das ist der Stausee. Da vorne ist der Staudamm. Mhm. Ach, ich glaube, ich war da oben. Als ich das erste Mal aufnahm, war ich hier oben. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hochgeladen habe, weil es natürlich sehr, sehr geleckt hat. Da auf dem alten PC. Hatte ich noch nicht Ultra-Grafik. Ach, ich will fliegen. Dann, ja. Ich mache sowieso das Video jetzt, dieser Part, ein bisschen länger, weil die Folge nur 20 Minuten lang ist. Und wir gehen mal auf den... Ach, ich nehme die falsche Taste. Das ist einfach eine Angewohnheit von mir. Doppelklick, okay. Dort oben muss ungefähr der Ding sein, weil das ist die Stadt, die Wüstenstadt, wie ich sie gerne nenne. Also gehe ich am besten hier runter, mache halt das Auto kaputt, aber ich will eigentlich schon noch ein bisschen... nicht ins Wasser! Nein, drauf, drauf, ja! Ah, schön. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Richtig, fuck it. Ja, es geht noch. Ja, wir sind zwar unter Wasser gewesen, aber es geht noch. Super. Aber irgendwas ist kaputt. Ich stehe einfach 20 cm im Schlamm drin. Aber das ist was anderes. Okay, ein Ding ist wahrscheinlich nicht mal blockiert ein bisschen. Ja, ja. Man kann noch mal mitbauen. Oder vorne. Dann klauen wir einfach ein anderes Auto. Wir sind ja der Gangsterboss. Der Gangsterboss. Ja, da komme ich so. Ich porte mich einfach mal aufs Auto. So. Also. Haben wir hier Autos? Scheinbar nicht. Alter, schon gesehen. Abgefahrenes Zeugs. Echt heftiges Zeugs. Das kann vielleicht so eine Mission sein. Und das Blaue auf dem Radar ist wahrscheinlich die Geräuschanzeige. Wie viel Geräusch ich mache. Und die Schmetterlinge. Die Möwen da oben. Jo, richtig schön. Also ich will ja jetzt da nach oben, aber ich habe kein Auto hier. Soll ich hier runter? Ja, ich gehe hier runter. Ein bisschen Schaden kann ich ja bekommen, kein Problem. Aber nicht allzu viel, weil wir nur auf halbes Leben hochgeheilt werden. Ohne. Genau das wollte ich provozieren. Yes! Bisschen Stylish. Es gibt ja diese Van Damme-Filme, wo immer die Bosse und so richtige Bewegungskünstler sind und so. So.
Ja. Kennt ihr diese Serie Universal Soldier? Das ist typisch so Ding, weil die Roboter, also diese Menschen, Cyborgs oder so sind, die haben so richtig cooles Angriffsmuster und so. Und ich schauen, ich weiß nicht, aber dieser Unschärfe-Effekt ist eher da, weil es ja, weil die Kamera halt nicht fokussiert ist auf etwas. Okay. Nice, also die Leute machen wirklich mal auch was Illegales und so. NPC-Wahnsinn. Kann man das auch eigentlich? Komm schon. Nein. Ich will sie so von vorne weghechten. Okay, der ist sehr langsam. Ja, einen Lastwagen will ich nicht. Ich will nicht in den Lastwagen rein. Ich will den Abschleppwagen. Danke für die 19 Euro. Jetzt schleppe ich ja noch ein Bullenfahrzeug ab. Und einfach hier. Wie kann man die Kräne runter machen? Nicht so. So steigt man aus, Franklin. Nicht sie. So nicht. Ich möchte gut schauen. Einstellungen, Tastaturbelegung, Kampffahrzeuge allgemein. Es gibt einen Zeitlupeneffekt, okay. Tja, das ist natürlich. So kann man, okay, runter. Nach vorne kippen. Neigen, kippen, Strick L. Ja. Okay. Okay, ich muss irgendwas Ruhiges abschleppen. Ich mochte das, man konnte bei GTA San Andreas immer wieder Abschleppfahrzeuge nacheinander, also eine riesige Kolonne machen und diese einfach durch die Stadt fahren. Oh. Das ist krass. Also, ich denke, das geht hier auch. Aber ich sollte nicht gerade in die Leitplanke fahren. Müsste ich mal ausprobieren, wieso nicht? Aber theoretisch ist es ja wirklich logisch. Da drüben ist auch ein hoher Berg, auch kenne ich so ganz so. Aber immerhin, was ich cool finde, dass die Berge endlich mal hoch sind. Sonst gab es das eigentlich nur in Skyrim, okay. Oblivion auch schon und so. Bei GTA San Andreas war der Mount Chiliad noch recht klein, aber auch schon hoch. Ja, aber hier ist der Mount Chiliad schon richtig hoch. Schon 300, 400 Meter oder so. Genau kann ich jetzt das nicht ersehen. 500 sogar vielleicht. Aber richtig cool. Und das ist krass. Nein, ich wollte ihn überfahren mit meinen. Ich komme nicht mehr weiter. Genau, steig wieder ein, steig wieder.
Komm schon. Lass dich fahren. Nein, oh, Spielverderber. Okay, ich komme hier nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh Gott. So, weg von den Bullen. Die suchen mich schon. Also die kennen den Standort von mir nicht mehr. Aber ich müsste ein bisschen rennen, komm. Ist die Wüste so heiß? Ach, herrlich. Okay, ich dachte immer, in GTA 5 sei es schwer, die Polizei zu... okay, Ausdauer, cool. Und was sind das für Hunde? Wie sagt man den kleinen Wüstenfuchsfüchse? Ja, die Ausdauer ist jetzt hochgegangen. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht so schnell. Aber scheinbar sind die letzten dann die... Natürlich die schwersten erreichbaren. Finden die mich jetzt hier? Die sind immer noch dort beim Wagen ungefähr. Da links bei der Ding war ich ja. Okay, jetzt. So, endlich Flughafen gehen. Also Flugplatz hier. Und dort mal ein Flugzeug benutzen. Dankeschön, dass du... Ja, du wirst da wahrscheinlich abfahren. Dankeschön. Sehr nett, dass du so lange gewartet hast. Ich muss nämlich dringend zum Flugplatz. Und der ist hier drüben irgendwo. Wieso sagst du Shit? Oder war das der andere? Oder die andere? Ist es da drüben? Nö, da ist was anderes. Da ist irgendeiner. Ah nein, das ist doch Flughafen. Ja, das ist ja. Das ist der Flugplatz. Okay, bravo. Oh, nicht überschlagen. Ja, das weiß ich auch. Okay. Das müsste logisch sein. Aber dass es geht, also früher ging es ja nicht. Gib bitte, bitte irgendwo ein Flieger. Ja, da ist ein Flieger. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Stuntflugzeug. Ich will aber keine Zeit nehmen. Beenden. Aha. Buggy? Ich will aber... Ey, ich will fliegen, nicht Stuntrennen machen. Ich will fliegen. Okay, ich kann wahrscheinlich nicht gut fliegen. Man muss es irgendwie zu... Ich muss schauen. Man muss es irgendwie mit beiden Tasten... also beiden Händen auf der Tastatur... fliegen. Ich möchte fliegen, aber wo ist fliegen? Luftfahrzeug. Luftfahrzeug. Schub erhöhen. Fahrzeug nach links drehen. Rolle nach rechts. Fahrzeug nach unten neigen. 8 und 5. Ist das nicht irgendwie ein bisschen schlecht? G ist Fahrwerk. Kommt nach oben? Nein, komm nach oben. Ist das heikel. So, jetzt schon besser. Komm dann auch. Nein, so klug will ich nicht.
Komm. Oh. Runter. Ist es schwer. Ja, es ist schwer. Schwer zu steuern mit der Tastatur, aber ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Das ist sehr empfindlich, sehr empfindlich. Ich müsste die Empfindlichkeit vielleicht ein bisschen rund, wenn man das kann. Irgendwie. Brückentauchen ist nicht so mein Ding. Oh, es geht schon besser, aber immer noch nicht. Nein, es geht schon ein bisschen besser, aber nicht zum Militärteil. Ah, oh, das ist nichts für mich. Das ist nicht für mich. Wahnsinn. Also, das ist Stress pur. So zu fliegen, also das ist so high. Ich habe ja bald das Gamepad, aber... Das ist etwas, was ich zuerst holen muss. Okay, ich hab's geschafft. Yes, Mann! Yes! Das ist so was von sensibel. Also, sensibler geht's nicht mehr. Das ist, als würde man, ja natürlich Bronze, aber immerhin, also, ich bin ja gefahren wie ein Besoffener. Okay, aber eben, das werde ich dann mal wieder verdingen, wenn ich jetzt mal das Game nicht speichere. Was ich will, ist ein Flugzeug, um auf den Mount Chiliad zu kommen. Aber, da fahre ich jetzt lieber zu Cybern. Aber das dann im nächsten Part. Und dort oben müssen wir halt irgendwie beten oder so. Ich kann aber auch zwischenspeichern irgendwie, glaube ich, dass wir ein Adler sein können oder so. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. War wirklich spannende Folge. Und ja, eben. Bald geht's weiter. Tschüss, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen.